dann kam irgendwie, wo es wirklich darum ging, was willst du jetzt wirklich machen? Kam denn eben das so mit schwer erziehbaren Kindern oder schon irgendwas, also nicht so was Normales, keine Kindergärtnerin, ne, oder so. Oder mit behinderten Menschen. Das war halt, also weil ich da schon so ein Gespür vielleicht habe und das wäre so mein Job gewesen, wobei dann alles anders kam. Ich habe keine Ausbildung gemacht. Also mich hat das Leben ganz reich beschenkt. Die einzige Ausbildung, die ich gemacht habe, war einmal eben, ich bin Zauberin, 2 Jahre die Schule besucht. Also keine Schule mit Schulbänken. Es ist halt eine Schule, wo lauter Edelsprüche sind, also wie bei Harry Potter eigentlich. Aber es ist wirklich, du unterschreibst da was, dass du jetzt nicht groß was nach außen trägst. Du darfst keinen, du darfst also keine Zaubertricks, hört sich blöd an. Ich finde Zauberkunststücke besser, weil es ist eine Kunst. Die darfst du halt nicht nach außen tragen. Da unterschreibst du tatsächlich diesen Antrag vorher und ein Formular. Und dann besuchst du diese Schule, die ist in München unter anderem eben die Zauberschule, mit ganz lieben Lehrern, 2 Jahre. Und hast alle halbe Jahre eine Prüfung. Und diese Prüfung geht dann auch mit einem theoretischen Teil, einem praktischen Teil, wo ich mich nicht genug vorbereitet habe und gedacht habe, ich mache jetzt was super Tolles, was ganz Aufwendiges mit Bällen. Ein Ball kommt, erscheint noch einer, 4 Stück. Und dann waren alle 4 da. Und auf einmal bin ich so aufgeregt geworden, weil ich so unvorbereitet war und habe dann schweißige Hände bekommen und fing an, mir die Bälle in den Mund zu stecken. Und habe dabei wohl so komisch geguckt, dass das an. Und dann auf einmal war der Clown da. Und daraus entstand das Konzept ihrer Show für Kinder. Ich kann mir vorstellen, das ist nämlich mein Freund Elvis. Und der ist super, super zahm. Den könnt ihr streicheln, knuddeln und küssen. Der ist cool. Ich lebe definitiv von der Kinderzauberei oder von meiner Kinderanimation eben. Und ja, das ist ja auch nicht nur das Zaubern, das ist ja Schminken, das ist Luftballonmodellage. Ich mache ein komplettes Animationsprogramm, so ein Rahmenprogramm auch einen ganzen Tag für größere Dinge eben auch. Die können mich buchen, da schleppe ich meine Hüpfburg mit oder was weiß ich. Es geht jeder Tag, egal ob 2 Stunden oder 8 Stunden, es geht dann letztendlich doch alles. Und es hat alles am Ende eines Tages sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war teilweise sehr, sehr anstrengend, aber es ist dann auch einfach ja, eine Wertigkeit entstanden wieder. Ne? Du nimmst ja auch ganz viel, also ich nehme ja ganz viel mit von diesem Tag. Und hab dann auch, bin auch erfüllt wieder. Ich bin einerseits ausgelutscht natürlich von diesem, weil es doch stressig und laut ist und immer Rambazamba am Ohr. Aber abends habe ich auch eine gewisse Erfüllung und dann kann ich mich auch wieder ausruhen. Schlafe ich sehr gerne. Und lang, wenn es geht. Ich war Waldorf-Geige auch gelernt, Gott sei Dank. Obwohl ich sie damals ja gehasst habe, aber da habe ich die Geige gelernt und wollte irgendwann, ich habe halt meine Waldorfschule besucht, ich war auf der Waldorfschule, habe meine Ausbildung machen wollen und habe aber gemerkt, irgendwie meine Tochter braucht mich gerade mehr, die ist chronisch krank, die hat Rheuma schon sehr, sehr lange. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ist das halt noch nicht der richtige Zeitpunkt und wenn, dann möchte ich was Anspruchsvolles. Und dann hat es mich ja eben nach Bayern verschlagen und da ging auf einmal alles ganz, ganz anders. Ich bin total der Preuße, sagen die Bayern. Also ich komme aus Norddeutschland und bin seit 18 Jahren fast in Bayern oder jetzt seit 18 Jahren genau. Und ich würde sagen, hier ist meine Heimat. Also ich liebe Bayern, ich liebe die Mentalität. Wir sind jetzt seit 11 Jahren an unserem Hof und ein schöneres Zuhause kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wenn du erstmal Freund bist, dann geht da nichts mehr drüber. Also ich habe das Gefühl, gerade hier im Dorf auch, unsere Nachbarn oder auch das ganze Dorf, das liebe ich einfach. Die sind ehrlich. Ich bin ehrlich. Die haben mich kennengelernt jetzt und haben eben gemerkt, dass ich ehrlich bin, dass wir viel arbeiten, dass wir wirklich gucken, dass es immer rund läuft. Und die haben uns zu schätzen gelernt und ich habe sie zu schätzen gelernt. Und ich finde, die sind schon sehr, sehr ehrlich, sehr direkt und das liebe ich. Bin ich auch. Und die Schleien, die kannst du dann auch richtig... Also wir sind steinreich natürlich, wir haben ganz viele Steine. Ich bin im Herzen ganz, ganz reich.
Natürlich gehört Geld bei uns in der Gesellschaft ganz klar dazu. Das verdiene ich mit eben meinem Kinderprogramm, Gott sei Dank. Mittlerweile, und die Musik ist ein großer Teil, aber davon lebe ich jetzt nicht. Und ich bin in dem Moment dann wirklich auch mit dem Kind. Und es macht einfach total viel Spaß. Also 3 tolle und 4 Stunden. Also ob klein oder groß, die kommen ja wirklich, die Jüngsten sind 3. Dann bin ich auch leise und so und nicht so. Und die Größeren, die sind dann schon cool, so 12, 13. Also bis 12, 13 würde ich sagen. Und dann natürlich auch die geistig-körperlich behinderten Menschen. Die kommen ja auch vorbei. Und da musst du ganz individuell und spontan sein. Weil der eine kann dann gut laufen, der andere, der hat eine Spastik, wie auch immer. Und trotzdem, das letzte Mal hatte ich die Betreuer dann hier, die haben gesagt, den kriegst du nie ins Boot. Der schmeißt sich vorher auf den Boden, vergiss es. Und zum Schluss, da lag er so. Ich merke, dass wenn ich vorher zu meinen Tieren gehe, meine Hühner rauslasse oder zu meinem Schweinchen gehe, es gibt, dass wenn ich gerade irgendwie noch ein bisschen, aber normalerweise gibt es das nicht vorher. Sobald ich mir die Zöpfe mache, meine Blümchen, dann ist klar, das ist jetzt, das ist wirklich, da steige ich um, da bin ich raus, auch wenn ich schlecht geschlafen habe oder meinetwegen denke, oh Gott, wie könnte das, denke ich ja nicht, aber so, wenn das im Anflug wäre, dann da sind die Zöpfe und das, die hat gut geschlafen. Die ist gut drauf, die ist immer gut drauf. Aber Monique Sonnenschein hat auch eine andere Seite neben der Kinderanimation. Sie hat Menschen beim Sterben begleitet, es sogar zum Beruf gemacht. Das kam, denke ich, so, dass wirklich viele in meinem näheren Umfeld, also ziemlich viele mir sehr nahestehende Menschen gestorben sind. Und da war auch ein Kind dabei, meiner Freundin. Und da war ich auch am Sterbebett, die war erst 10. Und irgendwann meine beste Freundin. Und ich habe so gemerkt, das ist ja, ich kann es ihr gar nicht mehr sagen. Ich weiß es gar nicht mehr. Das kam so, dass ich wusste, das ist jetzt genau der richtige Weg. Das möchte ich jetzt. Ich für mich, ich hatte auch sehr viel Angst immer vom Sterben. Natürlich habe ich nach wie vor, weil niemand weiß, wie das sein wird. Aber ich wollte einfach nicht, um mir eine Therapie zu geben oder so, aber ich wollte einfach, ja, mich da. Und so kam diese Ausbildung zur Hospizbegleiterin, die mir ganz viel gegeben hat und wirklich, ich auch, wenn ich hier einen Kindernachmittag hatte, ich habe auch gerade eine Begleitung mit einer alten Dame. Und ich habe hier einen Erlebnisnachmittag gehabt, wo ich ein bisschen zaubere und die Kinder mich erleben dürfen. Und danach hatte ich sehr wenig Zeit, aber schon den Termin im Altersheim mit dieser alten Dame. Und dann habe ich gedacht, ja nun, du bist halt in voller Montur, dann fragt mich noch eine Mama, du musst jetzt, wie ist das, ziehst du dich noch um? Und dann habe ich gesagt, nein, das passt gerade. Das ist völlig okay und das passt so, wie es ist. Traumhafter Moment, es waren traumhafte Momente bei dieser alten Dame. Die ist demenzkrank und die erlebt mich jetzt jedes Mal neu. Die hat mich davor halt so kennengelernt, jetzt diesmal als Monique Sonnenschein. Und es zählt der Moment. Nicht nur bei älteren Menschen, auch bei jedem von uns, denke ich. Natürlich, ich möchte nicht, wir haben auch im Hospiz mal in diesem halben Jahr, also das ist die Dauer der Ausbildung, haben wir zwischendurch mal im Krankenhaus uns auch aufgehalten, ein paar Stunden, uns auch ins Bett gelegt und einfach mal so an die Decke geschaut eine ganze Zeit, wie das so ist. Oder du kannst dich nicht bewegen, du wirst gefüttert und bist einfach mal in dieser Situation, solch eines Menschen, der sehr, sehr krank ist oder auch im Sterben liegt, dann ist das schon mal noch mal ganz, ganz eine andere Situation für dich selber, das zu sehen, das zu erleben. Aber eigentlich, wenn es irgendwie anders geht, möchte ich nicht lange im Krankenhaus liegen. Die Energien sind ja irgendwo die gleichen. Also ich nehme jetzt eine mit, ob ich jetzt zum sterbenden Menschen gehe oder auch auf einen Auftritt. Was Lustiges oder was Trauriges. Und ich denke, du musst überall Kraft sammeln oder dich auftanken nach einem schwierigen Tag. Und das geht dann am besten hier. Da mache ich einen Körper in Weiher zum Beispiel. Und das ist dieses Wasser, das Quellwasser. Und ich habe das Gefühl, da ist ganz viel Energie. Und danach, oder wenn das nicht möglich ist, weil es gerade wirklich kalt ist, dann springe ich natürlich nicht in den. Dann nehme ich mein Pferd in den Arm, dann spüre ich den Herzschlag oder den Atem und das gibt mir ganz viel Kraft. Aber ich muss auch sagen, selbst mein Pferd merkt dann, huch, die kommt gerade wohl hier an eine Energietankstelle. Und aber so diese
Tiere geben einem sehr viel Kraft auch. Mein Mann, meine Familie, mein Platz, wo ich sein darf, gibt mir ganz viel Kraft zum Auftanken. Also wenn ich jetzt auch zu Hause bin, ich bin jeden Tag sehr dankbar über meinen Lebenswandel, den ich führen kann, also den ich mir natürlich auch selber ausgesucht und auch aufgebaut habe. Ne? Also schon jeder Tag ist natürlich auch Arbeit, viel Arbeit. Aber ich hätte es nie gedacht, dass ich mal so leben werde und bin dafür sehr, sehr dankbar. Messewochen bei Küchenquelle. Jetzt 30% Messerabatt auf alle frei geplanten Einbauküchen plus AEG Geschirrspüler zum sensationellen Aktionspreis in Ihrem Küchenquelle Megastore. Bauklötze-Fans, aufgepasst! Bis zum 13. September zeigen wir euch im Donau-Einkaufszentrum eine außergewöhnliche Ausstellung von Lego-Bauwerken. Erlebt die Welt der kleinen und großen Figuren. Der Eintritt ist frei. Außerdem die Kinderwoche im Donau-Einkaufszentrum. Lustige Spiele und Bastelspaß bis zum 13. September. Donau-Einkaufszentrum in Regensburg. Genießen Sie einen schönen Sommerabend mit einer frischen Maskneitinger Bier und feine Schmankerl im Schatten von dicht gekehrten Bäumen in Kneitingers Hubertushöhe. Wirtshaus, Biergarten, Restaurant und Festsaal mit bayerischer Gemütlichkeit. Waschmeile Regensburg. Unsere textile Wäsche pflegt Ihre